Hi Rudi, da bist du ja wieder. Ja, wo soll ich denn auch sonst sein? Hast du das Ja, mit? einen wunderschönen guten Morgen, Herr Doktor. Ja, guten Morgen, Rudi. Hast du das mitgekriegt, was die Israelis wieder machen? Ja, jetzt bombardieren sie sogar schon die UN. Na, bombardieren, die sind da, glaube ich, sogar rein mit Truppen. Also irgendwo, jetzt reicht es wirklich, ne? Jetzt, es ist Also unterirdisch, ja. ich finde es zwar absolut daneben, dass die Hamas sich ständig unter Schulen, Krankenhäusern und die Hisbollah dito verstecken. Ja. Das ist auch kriegsrechtstechnisch ein Unding. Aber jetzt die UN zu bombardieren, zu beschießen und so weiter, da hört sich doch alles auf. Ja, wie will denn ein Netanyahu noch irgendwie einmal irgendwie eine Mehrheit in der UN bekommen, wenn er so einen Scheiß macht? Ja, es ist absolut unverständlich, was das jetzt soll. Vor allen Dingen, weil die ja auch so in der Fläche präsent sind von der UN. Das ist eins, zwei Camps, die da wahrscheinlich haben. Und naja, also. Egal, vergiss es. Vergiss es. Ja, man erregt sich für umsonst. Haben wir denn eigentlich schon März oder Im Dezember, wir haben Dezember. Merzember, ja, das passt. Fritze, das Plappermaul in Kurzform FDP, übernimmt die Position von dieser Partei der Besserverdienenden und meint, dass die oberen 5.000 der Mittelstand sind. Ja, Ha, er hätte ja auch gern mehr Respekt, Rudi. Also ein bisschen mehr Respekt sollten wir Fritze jetzt auch zollen. Ne? Also ab und zu mal die Hand an den Kopf und jawohl, kann er wir. ja nicht, kann er ja nicht. Die ist ja an der langen Leine von Söder. Ja, meine Herren, ey, der Söder, das ist ja eine echte Kanone. Der schwallt Unsinn. Bei den Bayern kommt das vortrefflich an. Ich frage mich ja immer, ob die im ständigen Delirium sind. Also Reinheitsgebot, Bier, kann ich alles verstehen. Aber so viel saufen, dass man sich all den Unsinn schön saufen kann, den Söder von sich gibt, kann ich nicht mehr verstehen. Sorry. Ja, die verstehen halt nicht. Das ist ganz einfach. Was ich nicht verstehe, kann ich auch nicht irgendwie gescheit darauf Die reagieren. Grünen sind schuld, die Grünen sind schuld, Rudi. Ja. Die größte Gefahr für Deutschland. Habeck. Aber genau. Der hat Naja, mal dafür egal. gesorgt, der hat mal dafür gesorgt, dass nach dem Russland-Ausfall wieder Gas da ist. Der hat dafür gesorgt, dass langsam mal die grünen Energien in Schwung kommen. Man muss ihn ja nicht lieben, aber das, was Söder da erzählt, so viel Unfug, ist ja nicht mehr auszuhalten. Ja, vielleicht noch gestern hatte eine der größten Organisationen der deutschen Bevölkerung, der DGB, der Deutsche Gewerkschaftsbund, 75-jähriges Bestehen, also zumindest der Teil des DGB Ja. nach dem Zweiten Weltkrieg. Und dann habe ich mal geguckt, ja, wer gratuliert denn da alles? Der Bundespräsident hat gratuliert. Olaf Der hat Kanzler gratuliert. hat gratuliert, einige SPD-Größen haben gratuliert. Und das war es dann auch schon. Am Abend kamen noch die Linken dazu. Und für alle anderen war dieses hochentwickelte Ding der Sozialpartnerschaft, was man in wenigen Ländern der Welt ja findet, überhaupt nicht wert, ne, benannt zu werden. Ne? Ja, es Der ist dramatisch. Friedrich Merz da in Bayern macht er da rum, um schön mit der CSU zu machen, hätte er Ja. doch auch mal einen Satz zum DGB sagen können. Nein, Sozialpartnerschaft ist immer nur dann Ja. richtig und gut, wenn man was von den Arbeitnehmern will und das ist ihr Bestes, ihre Arbeitskraft Ja. und Und möglichst ihr wenig Geld. Geld dafür geben. Ja. Das ist so typisch richtig für die ganzen christlichen Parteien, die möchten nichts mit den Gewerkschaften zu tun haben in der Regel. Es gibt ganz wenige Ausnahmen, die da engagiert sind. Gott sei Dank hat Hugo Sinzheimer ja das Tarifvertragsrecht in Europa und in Deutschland etabliert und entwickelt. Und vielen Menschen geht es gut, die können sich auf ihre Tarifverträge beziehen und bekommen deshalb einen ordentlichen Lohn und müssen nicht vom Mindestlohn leben, sondern können auch dafür eintreten, dass sie das Recht haben auf eine ordentliche Bezahlung. Steht im Grundgesetz, wenn uns das nicht glauben, Artikel 9.3. Sie Ja. haben das Recht dazu. Passt dem Fritze auch nicht. Also das wäre so eine Sache, die man aus dem Grundgesetz rausnehmen könnte. Dafür wäre etwas mehr Dankbarkeit ihm gegenüber, BlackRock gegenüber.
angebracht. Ja, das. Ja, auch BlackRock, wenn du ja richtigerweise sagst, dass die Pensionen von ganz vielen US-Arbeitnehmern da dran hängen, müsste eigentlich dankbar sein, dass es dieses Programm der Sozialpartnerschaft in Deutschland gibt, ja, weil daraus werden Profite für die gesamte Gesellschaft generiert, ja, die sich perpetuieren. Aber es waren ja nicht nur die christlichen Parteien, die nicht Ja, klar. gratuliert haben. Es war die FDP dabei, die hat nicht gratuliert. Niemand von denen. Es Ja. war vom BSW niemand da. Ja, Also auch ganz, Essarer hat ganz nichts klasse, gesagt. ganz klasse. Und es war schon gar nicht die AfD da, die da irgendwas zu den Arbeitnehmern sagt. Ja, Naja, zu wir sind das Volk. Ja. von denen würde ich ja auch nun gar nicht erwarten, aber die Grünen hätten ja auch mal was sagen können, ne? Die haben ja Ja, das immerhin ist. Mitglieder da im Vorstand. Ich komme jetzt nicht auf den Namen, aber egal. Also das muss man nicht. Ja, wir hatten mal den großen Psierske. Sierske, genau, das war einer der Obergrünen und Verdi-Vorsitzenden, ja. Naja, da kann man nur noch die Nase Auch rümpfen. der Kretsche hat nichts gesagt. Baden-Württemberg, der Inbegriff allen Mittelstandes, der getragen wird von Arbeitnehmern mit Ja, Häusle-Häusle-Baue und was weiß ich, ja. Nichts. Kein Wort. es ist, Also, das ist Sätzen 6. es ist Demokratie lernen. erbärmlich, es ist erbärmlich, wobei ich muss sagen, auch die Frau Fahimi, die konnte man sehr gut missverstehen, denn die hat auch, wir dürfen unseren Kindern keine Investitionsschulden hinterlassen, eine schlechte Formulierung gebracht. Ich glaube zwar nicht, dass sie die Investitionsschulden meinte, sondern Investitionsstau. Aber das hätte man auch deutlicher formulieren können. Die Zukunftsbremse brauchen wir nicht länger. Fertig. Aus die Sendung. Aus die Maus. Wenn wir mal zusammenrechnen, Rudi, sollten wir vielleicht uns mal bemühen, wie hoch der Investitionsstau in Deutschland ist. Also allein Ja, in den Ländern und den Kommunen ist es eine halbe Milliarde, eine halbe, na, 500 Milliarden. 500 Milliarden. Nicht nur die Kommunen. Und die Kommunen Kommunen und haben da Länder, allerhöchstens 10%, denke ich mir, 10 bis 15% aller, ja. weil die können ja gar nicht viel mehr. Ihre Haushalte sind halt nur ein geringer Teil dessen, was Länderhaushalte und der Bundeshaushalt zusammen ist. Und Europa sowieso gehört auch noch mit dazu. Also da werden wir in den nächsten Tagen mal etwas veröffentlichen dazu, wie hoch der wirklich ist. Also ich glaube nicht an die 1.000 Milliarden. Ich glaube, dass das ein paar Das soll ein bisschen Tausend. provozieren, ist doch logisch. Ne? Aber es ist ein namhafter Betrag, also das kann man auf jeden Fall sagen. Naja, Und immerhin. jetzt macht, nein, und jetzt kommt der Merz an und sagt, das hätte die SPD auch längst erledigen können. Sie sei doch Ja, seit okay. 2005 mit einer Regierung gewesen. So Genau, ein Schlumpf, so ein Schlumpf hier. die Führerschaft hat aber bei Angela Merkel gelegen, wollen wir doch mal deutlich sagen, ja. Die Blockadepartei war die CDU. Genau, die Blockadepartei bei allem war eigentlich immer die CDU. Die wollten ja nicht mal einen Mindestlohn haben. Nicht mal das wollten sie haben. Nicht Das mal müssen wir doch auch das. noch mal ganz deutlich sagen. Wenn es der CDU nachgegangen wäre, gäbe es heute noch keinen Mindestlohn. Das muss man mal Ja, weder festhalten. 8 Euro noch 12 Euro Gar nichts. noch 15 Euro, die wir jetzt angehen Gar nichts. müssen, weil das Wollte die dringend CDU nicht. erforderlich ist. Wollte die CDU nicht. Ich wollte dem Volker Wissing ja noch ein Kompliment machen. Er hat ja jetzt angekündigt, 2030 geschafft, die Pläne von Karl Schiller und Helmut Schmidt umzusetzen. Die leben zwar beide nicht mehr, aber die Verkabelung mit Glasfaser in Deutschland hat Volker Wissing geschafft. Hört, hört. Das ist, auch da haben sie über Jahrzehnte jedem Fortschritt im Weg gestanden, jeder Zukunft im Weg gestanden. Im Übrigen FDP, CDU, CSU gemeinsam, ne? Die wollten ja den Ausbau des Schwarzfunks haben, des privaten Fernsehnetzes und haben es auch erreicht, ne? Die Leute bleiben schön bei Ja, und Helmut Solar Kohl und wollte Kupferkabel. Das wäre heute alles geklaut von irgendwelchen osteuropäischen Banden. Ja. Ich erinnere mich immer noch an an diesen schönen Witz, Schwarz-Schilling, der war ja mal CDU-Postminister. Ne? Was Ja. macht er als allererstes, wenn er ins Büro kommt morgens? Er erledigt die Post. Ja. Genau.
Und nicht, dass ihr uns erledigt. Nein, wir sind noch lange nicht erledigt. Wir sind noch nicht erledigt. Wir bleiben wadenbeißerisch dran. Ihr könnt uns abonnieren. Ja, dann sind wir auch nicht erledigt.